Wir haben auf Schützenfesten gespielt. Ich habe das damals wirklich geglaubt. Ich habe gedacht, ich kann der größte Posaunist der Welt werden. Beim Maifeiern, dann packt man das Instrument aus, dann fängt man an zu spielen, beim Volkstrauertag. Ich wollte halt Musiker werden und ich dachte, ich bin's schon. Karneval. Trotzdem, ich bin halt damals irgendwie erwachsen geworden. Durch dieses Scheitern mit diesem Instrument, was ich heute noch habe übrigens.